Ressourceneffizienz ist definitiv en vogue. Es kommt aus dem Kostenbereich und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir das auch erweitern um Qualitätsaspekte, Mitarbeitereinbindung, es für die Unternehmen interessanter machen, jenseits des Kostenaspekts, mit dem man viele nicht mehr oder noch nicht erreicht. Es ist tatsächlich so, dass erst durch die Beratung, durch die Effizienzagentur, es auch bei unserem Chef Klick gemacht hat. Also der hat plötzlich wirklich verstanden, dass das ganze Thema nicht nur irgendein ist, sondern so ein Hygienefaktor, das am Rande steht, sondern er hat wirklich verstanden, dass man das Thema auch direkt in den Fokus rücken kann. Es ist also ein absolutes Marketing-Thema geworden. Der intelligente und effiziente Einsatz von Rohstoffen rückt mehr und mehr in den Fokus der Unternehmen. Neue digitale und technische Möglichkeiten helfen dabei, die Potenziale der Ressourceneffizienz optimal auszuschöpfen. Wenn man Ressourceneffizienz gerade im produzierenden Gewerbe voranbringen will, dann sind natürlich zum einen die Produzenten selbst, die Unternehmer, natürlich im Zentrum. Andererseits brauchen die auch fachlichen Input. Die Berater sind ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen auch diese Finanzkompetenz, die Fördermittelkompetenz an einen Tisch. Der Austausch über erfolgreich umgesetzte Maßnahmen ist die Grundlage für Weiterentwicklung, Innovation und Beschleunigung der Prozesse. Für den Zusammenhalt brauchen wir alle. Also wir brauchen die NGOs, wir brauchen den Bund, wir brauchen die Länder, wir brauchen die Kommunen, wir brauchen die Unternehmer. Bei den Kommunen sind es noch die Eigenbetriebe, die ja eigentlich unser Leben hauptsächlich am Laufen halten in der Stadt. Es gibt sehr, sehr viele Akteure, die miteinander reden müssen. Denn immer nur auf die Wirtschaft, nur auf die Produktionsunternehmen zu fokussieren, ist verkehrt. Wir Konsumenten müssen davon involviert werden. Und das bedingt, dass wir das Thema der Ressourceneffizienz mit den Produkten an die Konsumenten rankriegen. Sonst wird das kein rundes Ding. Zunehmend werden die digitale Transformation, das Ecodesign in der Produktentwicklung und die Agilität in der Unternehmensstruktur bedeutsam. Im lokalen, aber auch globalen Markt. Ressourceneffizienz kann zu einem nachhaltigeren Leben führen, weil wir davon ausgehen müssen, dass wir diese Erde nur einmal haben. Aber wo wir jetzt stehen, ist eigentlich, dass wir ein bisschen umdenken müssen und sagen, nicht Ressourcen sparen, weniger von der Ressourcenverschwendung, sondern Produkte ganz anders denken, von vornherein als Konstrukteur oder auch als jemand, der ein Produkt mit den Kunden entwickelt, zu denken, okay, wir bauen hier eine Maschine, aber die Rohstoffe, die behalten wir mal schön im Auge, von Anfang bis zum Ende, die wollen wir wieder haben. Ressourceneffizienz made in Germany. Ein Qualitätssiegel und gleichzeitig Kennzeichen nachhaltigen Wirtschaftens, das Wettbewerbsvorteile sichert.